So, willkommen zurück bei Let's Play Pokémon Rubin. Heute als Klimainstitut. Und warum kommt hier so eine schreckliche Musik wie auf dem Schlotberg? Was hat das zu bedeuten? Och, oh meine Güte, die Team machen wir Schwurzeln schon wieder. Als ich schlief, schlägt sich jemand nach oben. Ja, hier können wir unsere Pokémon heilen, hier in diesem Bett. Während Team Magma einfach mal das Gebäude besetzt hat, ich meine, die können ja uns irgendwie uns was antun, während wir schlafen, ne? Aber ist egal. Kann nichts passieren. So, in der Box ist nichts. Let's ready to fight. Wie? Was machst du denn als was macht denn das Kind hier? Oh Gott, ich kann gar nicht richtig lesen. Dabei habe ich morgen wieder Schule. Unglaublich. Come up. Na, was machst du, come up, hä? Feuer gegen Pflanze, da wechsle ich lieber. Topius kann leider kein Erdbeben. Aber Welse kann dafür Intensität. Das müsste auch reichen. Das gut funktioniert nicht gegen Welse, das musst du doch wissen als Feuer-Pokémon-Besitzer, dass Feuer-Pokémon nicht wirksam gegen Wasser-Pokémon sind. Heute schaue ich ausnahmsweise mal gar nichts an, weder Fußball noch Weltmillionär, sondern kommentiere einfach mal so nach Lust und Laune und kann mich voll und ganz auf das Let's Play konzentrieren. Wie, ich habe verloren? Ja, so schnell kann es gehen, ne? Wenn man unaufmerksam ist, ist es schon vorbei. Der Boss hat Interesse an den Forschungen gezeigt. Daher hat er uns hergeschickt. Stör uns gefälligst nicht. Tut mir leid, ich glaube, es ist schon geschehen. Ich habe euch schon gestört. Tut mir leid. Kann ich es irgendwie gut machen? Okay, ich glaube, wir machen es am besten gut, indem wir einfach mal seinen Zubat killen. Und ihn von seinem Leid als Zubat-Besitzer erlösen. Und meine Lieblingsattacke, Konfu-Strahl. Treff, ich warne dich, hör auf Emo zu spielen. Gut. Musst dir kein Beispiel an unserem... Welches Pokémon verlässt sich ständig selber? Voltenzo, ne? Oder an unserem Smogmog in Team Rocket Let's Play. Das war ja auch eine Katastrophe. Versuch dir nicht ein Beispiel daran zu nehmen. Tropius hat nicht mehr einen grünen Kopf, sondern einen schwarzen Kopf, weil er ein Emo ist. Der hat jetzt überall seinen Kopf voller schwarzes Make-up gefärbt. Jetzt haben wir einen Dark Tropius. Okay, Dark Tropius, besiege dieses Pfiffchen. Und mal wieder so knapp. Das passiert mir leider sehr häufig. Irgendwie in Team Rocket Let's Play war es auch am schlimmsten. Besonders bei der Top 4. Da hat fast jedes Teammitglied vom Gegner nur ein paar KP gehabt. So ein Mist, besiegt von einem Kind. Nenn mich nicht Kind, ich bin 18. Du hast kein Grund, mich Kind zu nennen. So, hier ist noch einer. Das Institut hat einen Pokémon entwickelt, das irgendwas mit dem Wetter zu tun hat. Das müssen wir kriegen. Damit meinst du wohl Formeo, was? Das Wetter-Pokémon, das sein Aussehen je nach Wetter verändern kann. Ich habe mir schon überlegt, ob ich es ins Team rein tue. Aber dann doch nicht, weil ich die Werte von Formeo gesehen habe und die waren ja abgrundtief schlecht. Deswegen habe ich statt Formeo Ninjatom in unser Team reingetan. Was ich auch für die bessere Wahl halte. Allerdings können wir mit Ninjatom nicht gegen Team Magma antreten, weil Team Magma hauptsächlich Feuer-Pokémon oder Undicht-Pokémon einsetzt und beide Elemente sind schwach gegen unser kleines Ninjatom. So, nicht einmal gegen Come Up können wir antreten, dafür schäme ich mich ein bisschen. Aber Come Up kann ja eine Feuerattacke machen und dann ist unser Ninjatom verbrannt, kann man sagen. Und dann haben wir nur noch einen Haufen Asche in unserem Pokéball, wenn wir es erneut rufen wollen. Das wollen wir ja auch nicht, ne? Okay. Ach ja, übrigens, der Splinter Cell Part, den musste ich halbieren, weil er zu lang wurde. Da hat Camtasia sich die Mühe gemacht und einfach mal am Schluss ein bisschen was abgeschnitten und gemeint,
Ah, komm, diesen Scheiß am Schluss brauchen wir doch gar nicht. Das schneiden wir komplett weg. Und das hat's auch gemacht. Wir sind Team Magma. Wir sind überall dort, wo Raritäten gefunden werden. Und deswegen, ja, ich kann's auch nicht anders schneiden. Mit Movie Maker ist es scheiße, weil da manchmal Black Screen ist, wenn ich da die Videos einfüge. Und ich kann nicht kontrollieren, ob das dann im Endprodukt ein Black Screen vorhanden ist. Das ist auch ein bisschen scheiße. Außerdem verschlechtert der Movie Maker die Qualität, das möchte ich auch nicht. Deswegen, ja, habe ich diesen Splinter Cell Part heute in zwei Teile aufgepaart. Den zweiten Teil gibt es morgen. Morgen habe ich eh nicht so viel Zeit, weil ich morgen Schule habe. Ne? Erster Schultag für manche Kinder unter euch, die 6 sind oder ja, 7, wenn sie. Ne, 7 nicht. 6, mit 6 kommt man in die erste Klasse, ne? Oder mit 5. Also ich glaube, ich wurde mit 6 eingeschult. Ach egal, überflüssige Erinnerung, wobei ich bin 93 geboren, 2000 wurde ich eingeschult. Ja, komm schön, mit 6. Oder ne, mit 7 wurde ich eingeschult. Ja, mit 7. Weil 2010, ich bin ja am 24. Oktober, habe ich ja Geburtstag. Moment, da müsste es 6 sein, oder? 6, ja, es ist 6. Ich habe ja am 24. Oktober Geburtstag und die Schule beginnt ja im September. Also vor meinem 7. Geburtstag. Das war's dann wohl. Also gut, was haben wir denn hier? Du willst dich allen Ernstes in die Angelegenheiten von Team Magma einmischen? Dann bist du entweder furchtlos oder einfach dumm. Oder beides. Da habe ich auch den Spruch her. Entweder bin ich blöd oder habe einfach Pech. Oder beides. Genau da habe ich den Spruch her. Ist mir gar nicht aufgefallen, dass ich den Spruch von hierher habe. Aber egal. Du bist ja so niedlich. Einfach widerlich. Ich mach dich fertig, du Baby. Ich bin kein Baby. Okay. Oh Gott, ich mach mir in die Hose. Wie hält es? Eine weibliche Team Magma-Vorständin. Dabei wechsle ich natürlich. Kamaup gegen Tropius ist natürlich Kamaup vom Vorteil. Ja, da bleibt uns nichts anderes übrig. Wir müssen mal wieder Razor einsetzen, weil wir keine andere Option haben. Ninetom ist Blödsinn, da wäre Ninetom jetzt sogar gestorben wegen der Glutattacke und Voltenso kann nicht angreifen mit Elektroattacken, weil Kamaup, wie wir alle wissen, ja ein Boden-Pokémon ist. Und Junglut hat, glaube ich, schon ein gutes Level, das müssen wir jetzt nicht trainieren, daher habe ich jetzt Welser als Pokémon gewählt. So, Ninetom erreicht Level 30. Und bei den Vorständen kommt keine Musik in. In der vierten Generation wurde es eingeführt, dass bei Vorständen eine extra Musik kommt. Und beim Boss noch eine weitere Musik. Finde ich ganz gut gemacht. Es gibt es ab der fünften Generation leider nicht mehr so Vorstände. Finde ich richtig, richtig schade. Hoffentlich wird es in der sechsten Generation oder irgendwann mal später wieder eingeführt. Weil in der fünften Generation, da wurde so viel abgeschafft. So viel klassisches Zeug, was ich sehr gut fand. Allerdings muss ich in der fünften Generation loben, dass die Pokémon sich bewegen und dass die, ja, dass die Landschaft besser aussieht. Und die haben sich wirklich richtig, richtig in den Arsch gelegt, kann man das so sagen, ins Zeug gelegt, sage ich, ins Zeug gelegt, damit die, ja, die Ego-Grafik besser aussieht, also die Grafik außerhalb vom Pokémon-Kämpfen, und das ist denen richtig gut gelungen. Du bist einfach widerlich. Stark. Sieht aus wie der Teufel mit deinen Hörnern, naja. Ahaha, wir wurden von Unvorhersehenem gestört. Wir haben keine Möglichkeiten mehr. Wir müssen uns aus dem Schlammermassel ziehen. Aber das ist nicht das Letzte, was du von Team Magma siehst. Wir werden andere Pläne entwickeln, merkt ihr das? Danke, vielen Dank. Nun sind wir in Sicherheit. Es ist vielleicht eine seltsame Art, Danke zu sagen. Aber nimm dieses Pokémon, ist das Pokémon für dich. Oh, da ist kein Platz für dieses Pokémon. Ja, dann legen wir schnell ein Pokémon ab. Ist das denn so schwer? Mensch, Meil. Du kannst mir auch einfach in die Hand drücken, dann lagern wir schnell rein. Aber nein! Wir können nicht mehr als 7 Pokémon in einem Lager dabei haben. Oder es hätte halt direkt in die Box gelagert werden sollen. Ach, ich reg mich mal wieder ein bisschen unnötig auf. Ich möchte mich ja nicht aufregen. Ich möchte ja ganz normal Pokémon spielen und nicht mich ärgern wie im Yu-Gi-Oh! Let's Play, wo ich mich in dem Part aufgeregt habe, dass ich ja beschissen wurde.
was auch gestimmt hat. Es gibt mir schnell das Formeo und dann lage ich es schnell in die Box. Dieses Pokémon ändert seine Gestalt abhängig vom Wetter. Hier im Institut gibt es sehr viele davon. Du kannst es ruhig annehmen. Ist Formeo eigentlich ein Geschlechts-Pokémon? Hat es ein Geschlecht? Ja, man kann es also mit Ditto paaren. Falls ihr ein Ditto in der dritten Generation habt, könnt ihr einen Formeo paaren mit Ditto und dadurch mehrere züchten, wenn ihr Lust habt. Und meint, Formeo ist ein gutes Pokémon. Ich persönlich finde Formeo, ja, ist ein Geheimtipp, aber die Werte sind richtig, richtig schwach. Ich kann sie euch mal schnell zeigen. Okay, Formeo hat Level 25. Oh, hey, es trägt Zauberwasser. Und hat, ja, die Werte sind eher schlecht. Also ich meine, mit Level 25, 45 vergleicht man mit einem anderen Pokémon. Ja, also ihr seht, unser Voltenso, das 5 Level stärker ist und entwickelt ist, ist deutlich stärker als das Formeo. Haben wir in irgendeinen 25er, dann kann ich es euch besser zeigen. Tropius hat 50er Werte und Formeo hat ja 40er Werte. Naja, also ist Geschmackssache. Wenn ihr Formeo mögt, dann tut das in euer Team. Ich werde dies allerdings nicht tun in diesem Let's Play. Vielleicht im Smart Let's Play, mal schauen. Also möchte ich dieses Item von Formeo haben. Gib mir dein Item. Verdammt, das geht so nicht. Das geht so nicht, Junge. Das geht so nicht. Du kannst nicht deinem Pokémon einfach deine Items klauen. Aber es war nett, dass der Forscher dem Formeo ein Item gegeben hat. Dass wir uns jetzt... Nein, ich will ihm kein Item geben. Ich will das Item nehmen. So. Oh Gott, ich sitze mal wieder total verkrampft wieder vom PC. Ich mache schnell Pause und tut es fixen. Fixen. Okay, I'm back. Und jetzt lagern wir unser Formeo. Pokémon bewegen und nehmen unser Makuhita wieder mit, weil wir brauchen Makuhita weiterhin für Surfer. Wir haben momentan keine andere Alternative und ich möchte Welser nicht Surfer beibringen, weil ich eine andere Attacke Moveset drin habe, die deutlich besser ist und auch vielleicht ein bisschen nerviger für den Gegner sein wird. Wobei, wenn wir in Sekiro so Obsidian sind, können wir ja eh an den Attackenlerner einsetzen. Ich meine, den Attackenlerner können wir dann beten und... Ja, ich bringe Welser schnell Surfer bei. Werden wir in Sega Surf City wieder verlernen. Das ist nur improvisorisch. So, Aquaknall weg. Ist ja quasi ein Upgrade. Der Nachteil von Surfer ist um 5 ungenauer. Aber es macht nichts. Mit der 5 Ungenauigkeit kann ich schon leben. So. Gut, und jetzt sind auch die Team Magma... Schwuchteln hier weg, jetzt können wir hier weiter über die Brücke. Zack! Und hier surfen können wir jetzt auch. Hm, vielleicht finden wir einen Barschwab. Mal schauen. Oh, ich glaube kaum, dass wir einen Barschwab finden werden. Oh verdammt, ich muss noch die Verlinkungen machen. Ich habe ja zahlreiche, also in den letzten zwei Parts habe ich ja zwei Video-Verlinkungen machen wollen, die habe ich immer noch nicht gemacht. Weil gestern war ich so arschmüde. Und die Videos waren erst dann um 12 Uhr hochgeladen, da hatte ich keine Zeit mehr. Und auch keine Lust mehr, die Anmerkungen zu machen, das muss ich nachholen. Blubstrahl. So, ich glaube, ich habe mich vertippt. Ja, ist auch mal ganz schön, sich zu vertippen. Naja, immerhin hat Welser jetzt volle KP wieder, aber... Es ändert sich jetzt. Jetzt hat es nämlich nicht mehr volle KP. Naja, Welser kann zum Glück Schnarcher. Es soll kein Ding sein, jetzt den Gegner angreifen zu können. Wach auf! Warum gibt es in diesem Spiel keine Pokéflöte? Wir haben doch eine blaue Flöte, oder? Ja, stimmt, wir haben eine blaue Flöte. Daran habe ich gar nicht gedacht. Dann könnten wir die Attacke Schnarcher ja eigentlich verlernen lassen und stattdessen eine andere Attacke dem Welser beibringen. Könnten wir vielleicht machen. Naja, ich muss noch nachdenken, ob ich es überhaupt machen möchte. Und ich glaube, ich habe jetzt keinen Bock mehr gegen. Na gut, lassen wir es noch schnell aufwachen. Das wacht er jetzt in dieser Runde auf. Und verletzt sich wahrscheinlich selber, oder? Natürlich. Ich glaube, die Selbstverletzungsquote bei mir ist viel zu hoch bei Let's Plays. Privat ist es nicht der Fall. Wenn ich privat Pokémon spiele, habe ich immer Glück, aber wenn ich Let's Play
Let's Plays mache, dann verletzen sich meine Pokémon immer selber. Und warum hätte es nicht Intensität 5 sein können, Wälzer? Boah! Dann wäre Tentara sofort down und wir hätten dieses Problem hinter uns. Tentara sind wie Hämorrhoiden, man kriegt sie nicht los. Geh weg, Tentara. So. Ich glaube, ich aktiviere mal einen Schutz, um meine Nerven zu schonen. Davon habe ich nicht mehr so viele. Ich glaube, wir schaffen es sogar noch in diesem Part, unser 6. Team-Pokémon zu fangen. Wenn wir schnell sind. Ich meine, wir müssen ja gleich gegen Mikey noch antreten. Die uns überraschenderweise mal wieder nervt, als ich fand, die Rivalen in der... Ja, in der ersten und zweiten Generation am geilsten und ab der dritten fangen die an, einfach nur zu nerven. Ab der fünften ist es extrem und ab der vierten auch. Hat man so eine Route erledigt und kommt in die nächste Stadt ein, rein in der fünften Generation, taucht plötzlich euer scheiß Rivale auf und fordert euch zum Kampf raus und besiegt euch meistens und da muss man diese scheiß Route nochmal von vorne laufen. Sowas hasse ich wie die Pest. Das ist die fünfte Generation. In der vierten war es auch schlimm, da waren die Dialoge so extrem lang bei diesen. In der vierten Generation, in der fünften auch, da vor allem die Belle, die hat sowas von genervt in der fünften, im schwarzen Display hat die mich zur Weißblut gebracht, weil die so viel gequatscht hat. So einen unnötigen Scheiß, dass kein Mensch interessiert oder zum Gameplay beiträgt. Das hat gar nichts gebracht, dieses Gequatsche. Sowohl in der vierten als auch in der fünften, total useless. Ab der dritten geht's ja noch, einigermaßen. Aber auch ein bisschen nervig, würde ich sagen. Aber ja, ab dem zweiten und der ersten ist es natürlich super. Also, Blau ist mein Lieblingsrivale. Und Silber ist auch geil. Also, Blau und Silber sind meine Lieblingsrivalen. Die anderen sind einfach nur Müll. Und können in den Müll geschmissen. So, und wenn wir schon über Rivalen reden, hier ist Kevin, wo warst du? Ich habe dich schon gesucht. Wie stark bist du geworden? Lass mich das für dich herausfinden. Bereit, du und deine Pokémon? Natürlich seid ihr das. Los! Ich will nicht mit dir kämpfen, Mensch. Hast du kein besseres Leben? Können wir nicht kämpfen, nachdem ich im Baumhausen City angekommen bin? Nils, ey, was willst du von mir? Lass mich in Ruhe. Geh, Knilz. Natürlich hat den Knilz. Alle Nerven, den Trainer haben natürlich nervige Pokémon. Und irgendwie funktionieren meine Tasten nicht mehr. Ich muss mal schnell pausieren wieder. So, meine Tasten funktionieren wieder. Und es geht weiter. Stampfer! Ja, Knilz schreckt zurück. Was möchte man dazu sagen? Warum wechsle ich eigentlich Tropius nicht zu Jungglut? Das wäre doch viel leichter. Naja, Knilz schreckt eh zurück, also ist es ja auch schon gut. Okay, schreck ruhig weiter zurück, Knilz. Das stört mich gar nicht. Im Gegenteil. Ach komm, Sporn wird, ey. Meine Lieblingsfähigkeit. Sporn wird. Natürlich Statik auch. Statik sporen wird und was ist noch eine geile Fähigkeit? Synchro ist eine geile Fähigkeit auch noch. Also Synchro sporen wird und Statik sind meine Lieblingsfähigkeiten, weil sie so schön nervig sind. Die hat nur 3 Pokémon. Wir haben 5, ey. Das soll dann wohl ein Witz sein, oder? Hat die echt nur 3 Pokémon? Das kann doch gar nicht sein. Das ist ein schlechter Witz, oder? Der Witz ist noch schlechter als das Wörterbuch von Gronkh. So, ich wechsle zu... Schmerde aka Welser und mach's kurz und schmerzlos für Kamaup. Es wird jetzt ein kleines bisschen wehtun. Aber lassen wir zuerst mal ein bisschen legen. Das kann jetzt ein kleines bisschen wehtun, Kamaup. Also stillhalten. Dann tut's auch nicht so weh. So sehr weh. Ich bin ja nicht Arzt, ich weiß sowas. So. Okay. Ja, nee, Tom kriegt ganz gute Erfahrungspunkte wegen den App-Teiler. Morabel. Wollen wir da unser Ninatom einsetzen? Ich glaube, ich probiere es mal mit Ninatom. Interessante Theorie. Morabel kann ja nur Bodenattacken und Wasserattacken und die sind nicht eher effektiv gegen Ninatom. Ja, es funktioniert. Und sonst wüsste ich keine andere Attacke, die Ninatom geben könnte. Okay, wieder klassische Taktik. Toxin. Die Attacke bringt dir überhaupt nichts. Weil ich werde dich kaum mit einer Elektroattacke angreifen, wenn du ein Boden-Pokémon bist. Das machen höchstens Noobs. Es regnet weiter. So, jetzt können wir uns Zeit lassen. Ich glaube, ich setze jetzt hier ganz gemütlich einfach nur noch Groll ein. Oder ich probiere es mit Geheimpower.
Tja, jetzt erkennst du zwar unser Pokémon, aber du hast keine sehr effektive Attacke gegen Ninja Tom. Das ist dein Problem. Du kannst mein Pokémon jetzt theoretisch angreifen. Ja, das stimmt schon, aber das muss ja auch ein sehr effektiver Treffer sein, Mora. Bedenk mal darüber nach. Tja, Bodycheck ist keine sehr effektive Wahl. Du hast zwar Gesicht eingesetzt, und mit dem du Geist-Pokémon mit Normal- und Kampfattacken angreifen kannst, aber das bringt dir nichts gegen Ninja Tom. Also, kannst du knicken, du bist jetzt down. Die OWN, ich glaube, wir schaffen es doch nicht mehr, in diesem Part unser sechstes Teammitglied zu fangen. Ich glaube, das werde ich morgen machen müssen. Ausgerechnet am ersten Schultag. Echt toll. Aha, Kevin, du bist stark. Ich hatte schon befürchtet, du hättest im Training nachgelassen. Ich im Training nachgelassen? Da kennst du mich aber schlecht. Aber ich mache mir absolut keine Sorgen. Aber ich hätte mir absolut keine Sorgen zu machen brauchen. Das ist das komplexeste Deutsch ever. Weiter so. Und hier, dies ist ein Geschenk für dich. Fliegen! Jetzt können wir unser Tropius Fliegen beibringen. Setze Fliegen ein und deine Pokémon bringen dich an jeden Ort, an dem du schon einmal warst. Aber um Fliegen einzusetzen zu können, brauchst du erst den Orden der Arena vom Baumhausen City. Vergiss das nicht. Du solltest mal nach Wurzelheim fliegen. Ich wette, deine Mama macht sich schon Sorgen um dich, Kevin. Ey, willst du mich verarschen? Nun, wir treffen uns sicher bald wieder. Hoffentlich nie mehr. Der letzte Kampf, der dauert nicht mehr lange. In Segasurp City findet unser letzter Kampf statt. Zum Glück. So, Fliegen, vor allem zwei. Eine gute Flugattacke, auch wenn sehr ungenau, aber ich finde die Fliegenattacke richtig, richtig gut. Ich verlerne natürlich Lockduft, die setzt mir überhaupt nicht ein. So, und Tropius kann jetzt fliegen, das ist ja schön, aber wir können noch nicht die Attacke außerhalb eines Kampfes einsetzen, weil wir zuerst noch den Orden brauchen. Ich lauere in den Schatten und lebe in der Dunkelheit. Das ist mein Schicksal. Ich tauche auf, um dich herauszufordern. Ich würde sagen, wir kommen in diesem Part noch nach Baumhausen City an. Und im nächsten Part fangen wir unser sechstes Team-Pokémon. Na, was glaubt ihr, was für ein Pokémon das sein wird? Nein, ich sag jetzt nicht mehr. Ich sag jetzt nicht, dass ihr das in die Kommentare schreiben sollt. Weil das Abo-Geilheit ist und ich das nicht möchte auf meinem Kanal. Mein Kanal ist 100% Abo-Geil-frei. Komm, Abo-Geil-frei. Das Wort habe ich gerade gefunden. Habt ihr es irgendwann schon mal gesagt? Abo-geil-frei. Mein Kanal ist Abo-geil-frei. Was? Abo-geil-frei? Was redet der für ein Scheiß? Oh Mann, jetzt trifft Fliegen wahrscheinlich gar nicht, oder doch? Und One-Hit-Kill. Das zeigt, dass Fliegen eine richtig geile Attacke ist, weil da ist ja auch noch Step drauf, weil Tropius ja ein Flug-Pokémon ist. Ich gestehe meine Niederlage ein. Okay, hier ist der letzte Trainer und drei Bären. Um einen Baum zu verstecken, nutze den Wald. Hä? Um einen Baum zu verstecken, nutze den Wald. Verstehe ich nicht. In dem Wald gibt es genügend Bäume. Da kann man ja behaupten und auf irgendeinen Baum im Wald zeigen und sagen, diesen Baum habe ich versteckt. Weil er im Wald ist. echte Logik, sowas. Naja. Ich glaube, gegen Smogon setzt sich Tropius auch noch ein. Ich riskiere einfach mal, auch wenn Tropius vergiftet ist. Es beherrscht immer noch seine Fliegenattacke. Das macht Tropius zu einem ernstzunehmenden Gegner. Und wann lernst du endlich Zauberblatt? Wahrscheinlich mit dem nächsten Level, glaube ich. Level 30. Oh, wow. Okay, jetzt müssen wir hundertprozentig wechseln. Selbst wenn wir Fliegen einsetzen, Tropius würde gekillt werden, wenn es in der... Ich rede mal wieder im Bullshit. Tropius ist bereits down. Lol. Mein Name ist Tropius. Ninja Tom Räche. Tropius. So, wir können es leider nicht vergiften, da Gift gegen Gift nicht funktioniert. Geheimpower. Du zögerst deinen Untergang nur heraus. Smogon. Wir können es auf die lange Tour oder auf die kurze Tour machen. Beide werden eh eintreffen, also eins von den beiden, meine ich. Und er hat sich für die kürzere Methode entschieden. So, Smogon, was hättest du gern? Die lange Methode oder die kurze Methode? Oder die lange, kurze Methode? Oder die kurze, kurze, lange Methode? Hä? Scheiße, ich hab's... Hä? Moment.
Ach scheiße, das habe ich komplett vergessen. Das ist eine Statusveränderungsattacke und die funktioniert auch gegen den Tom. Ich hasse das Smoggern. Aber ich hätte nicht damit gerechnet, dass Smoggern jetzt Giftwolke einsetzt und das Giftwolke gegen Ninatom trifft, weil die Attacke ist ja eigentlich nicht sehr effektiv, weil es ja eine Statusveränderungsattacke ist, habe ich in dem Moment gedacht. Aber Statusveränderungsattacken funktionieren anscheinend gegen Ninatom, unabhängig von dem Typ, ob sehr effektiv oder nicht effektiv ist. So, okay, das war das letzte Pokémon, das wir in diesem Part killen werden. Ich verneige mich vor deiner Stärke. Holen wir uns schnell die drei Bären ab und dann gehen wir nach Baumhauser City und dann heißt es End of the Part. So, hier sind Gaufelbären. Keine Ahnung, was die bringen oder was die erhöhen. So, wir sind in Baumhauser City angekommen. Eine richtig lustige Stadt mit überall Baumhäusern. Und ich würde sagen, im nächsten Part, erkunden wir die Stadt und fallen unser sechstes Team-Pokémon. Welches Pokémon ist das wohl? Hm? Nicht in die Kommentare schreiben, nicht in die Kommentare schreiben. Ich meine es ernst, ja. Schreibt es nicht in die Kommentare, sonst würdet ihr mich damit unterstützen, dass ich Abo-geil bin. Und das möchte ich nicht. Naja gut, dann sage ich jetzt Tschüss. Ich wünsche euch einen ersten Schultag, falls ihr noch in die Schule geht, so wie ich. Ich gehe in die 10. Klasse. Ich möchte mal mittlere Reife nachholen. So, also wie gesagt, bis zum nächsten Part. Starterkundung und sechstes Team-Pokémon. Bis zum nächsten Part. Ciao.